Hi Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute werde ich euch mal 5 Kühltipps für Hamster zeigen. Und ja, da ich das selber sehr kenne, denn in meinem Zimmer wird es echt sehr, sehr oft warm. Und es ist echt der Horror. Und deshalb, weil Teddy ja in meinem Zimmer steht, muss ich mir da richtig viel einfallen lassen. So, und ja, die Notmatte finde ich. Also, viel Spaß beim Video. Ich werde euch jetzt mal die Sachen zeigen. Und los geht's. Als ersten Kühltrick hätte ich hier für euch solche Kühlakkus, die auch sehr gut sind. Da man die ja als... Ja, damit die einfach in den Kühlschrank schmeißt und dann sind die ja kalt, ist ja klar. Und dann kann man die einfach hier, wie ich das gemacht habe, an den Käfig dran kleben, tapen, wie man es sagen will. Sieht ja hässlich aus, aber ist ja nicht so schlimm. Und ja, dann macht das hier halt, also das Streu ein bisschen kälter. Das habe ich übrigens auch auf der anderen Seite gemacht. Da dies hier ein 2 Meter Naggararium ist und das ist ein bisschen zu viel, um nur mit einem Kühlpack gekühlt zu werden. Als zweiten Kühltrick hätte ich für euch diese Lappen hier. Die solltet ihr einfach unter Wasser halten, so dass sie ganz, ganz nass sind und dann so lange ausfringen, bis sie nur noch feucht sind. Und dann einfach so, wie ich es gemacht habe, über den Deckel eures Hamsters. Aber passt gut auf, dass die Hälfte vom Deckel noch frei ist, damit genügend Luft ins Naggararium kommt. So, da das, wie gesagt, jetzt schon 2 Meter sind, habe ich jetzt einmal hier eins liegen und da eins liegen, die jetzt auch schon trocken sind. Deswegen muss ich die gleich nochmal neu anfeuchten. Und ja, das wäre dann der zweite Kühltrick. Der dritte Kühltrick, den ich sehr gerne benutze, da mein Zimmer auch, wenn ich abends das Fenster aufmache, nicht kalt wird, oder besser gesagt abkühlt, einen Ventilator einfach aufstellen, so lange anlassen, bis das Zimmer halt ja etwas abgekühlt ist und dann einfach wieder ausmachen. Oder bei uns ist es leider so, dass das Zimmer sich einfach nicht abkühlt. Und deshalb müssen wir das halt den ganzen Tag dran lassen. Aber das muss man halt für sich selbst entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Der dritte Kühltrick ist einmal hier so ein Keramikhäuschen. Das hier ist jetzt von Rodipet. Aber es gibt auch einfach ganz normale, stinknormale Keramikhäuschen, wo man etwas, also dass man dann halt auch in den Kühlschrank stellen kann und das dann halt ein bisschen kälter ist. Ja, das wäre dann der vierte Kühltrick. So, der fünfte und letzte Kühltrick ist, wie ihr hier sehen könnt, ist da so eine kleine Scheibe vor, wo auch dieses Keramikhaus drauf steht. Und zwar ist es super gut, weil die sich da draufsetzen können und das halt meistens immer kalt ist. Und falls ihr so eine Glasplatte nicht habt, könnt ihr auch einfach so einen Stein oder einfach irgendeinen Stein in euren Gefrierschrank oder in euren Kühlschrank tun, damit es halt ein bisschen angekältet ist. Und ja, das ist eigentlich eine super Idee für den Sommer, wenn es halt richtig heiß ist, damit die Hamsterlis sich auch abkühlen können. So, das waren jetzt alle Kühltricks, die ich für euch hatte. Und deshalb würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich freue mich über einen Daumen nach oben, wie ihr es fandet und ob ihr auch sowas anwendet. Und ja, dann gerne einen Daumen nach oben lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis demnächst und tschüss.